Hey und willkommen zurück zu einem weiteren Video des Minecraft Let's Plays. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du willst, lass gerne einen Kommentar da. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yeah, wir machen jetzt eine Tierparade. Einmal alle mitkommen. Yeah, jetzt da drüben. Kommt mit. Wenn ihr mir folgt, dann wird es euch danach gut gehen. Versprochen. Wow, wie viele sind es auf einmal? Wo sind meine Kühe? Nein, sag nicht, die sind runtergefallen. Ihr seid so dumm. Ah ne, hier. Kühe, mitkommen. Hey, du. Ja, du auch Kuh. Kuh. Ja, so, alle Mann mit. Abmarsch, es geht nach Hause. Yeah. Oh, ich kann schnell machen. Ach nö, Kollegen. Hey. Hey. Nein, jetzt muss ich... holen rückwärts. Ja. Oh. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht in eine Schlucht oder so. Da wollte mich veräppeln. Hallo! Ey, ihr habt ja noch eine kleinere Aufmerksamkeitsspanne als ich, ey. Oh, einmal mit. Ist ja gar nicht so weit der Weg, den wir jetzt zurückleben müssen, Kappa. Ich dachte. Ey, wären die jetzt schon wieder da hinten stuck gewesen, ey. Will man mitkommen? Das ist der Tierzug. Yeah. Nice, endlich hören sie. Boah, noch mehr Eier. Wie viele Eier ich jetzt einfach eingesammelt habe in der Zeit. Oh, das sieht jetzt gar nicht gut aus. Nein. Hey. Hey. Hallo. Hey. Hey. Wo ist dein Kollege? Was macht der da drüben? Mitkommen! Glaub's ja wohl! Warum seid ihr wieder nur zwei? Wo ist der nächste? Wo ist der dritte? Hallo? Ach, da hinten. Zwischen den Kühen. So, Leute, ne? Ist kein weiter Weg mehr. Wir müssen nur noch einmal darüber. Dann nochmal über den See. Und dann nochmal über den Berg. Verstanden? Kuh! Hey! Sag mal! Wirklich, ey. Leute. Jetzt macht's mir doch mal ein bisschen einfacher. Lauft ein bisschen schneller. So wie er hier vorne, ja. Der hat richtig Hunger. Sieht schon echt cool aus. Ich mache ein Zoo auf. Ein Streichelzoo. Kommt alle mit, ey. Rüdiger und Susanne jetzt. Immer ihr zwei seid die Letzten. Immer ihr. Das ist wie früher beim Schulausflug. Es sind immer die gleichen, die Letzten sind. Und es sind immer die gleichen, die verloren gehen. Und es geht immer jemand verloren. Wir waren mal in Berlin auf Klassenfahrt. Da haben es welche geschafft. In der U-Bahn, in der S-Bahn, meine ich. Nee, warte mal. Was ist das in Berlin? Das S-Bahn, ne? Die haben es geschafft, einfach nicht auszusteigen und sind einfach eine Station weitergefahren. Ich glaube sogar inklusive Lehrer. Nee, war kein Lehrer dabei, aber das war auch schön. Weil wir auf dem Weg in die Trampolinhalle waren und die einfach eine Station zu weit gefahren sind, sprich wir mussten länger warten, bis sie zurückkamen. Und dann waren die ja nicht zurück, dann sind wir zur Trampolinhalle und dann haben wir gehört, dass, also weil wir waren aufgeteilt in zwei Gruppen, sage ich jetzt mal, unsere Klassenstufe. Oh, da ist noch ein Portal. Ja, da gehe ich jetzt nicht hin. Warte mal, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Doch, da ist der große Berg. Ich muss jetzt einfach nur darüber. Aber nein, dort ist ein Portal, das merken wir uns. Ich habe bloß jetzt keinen Bock zu sterben. Oh, gut, ich habe ein Bett mit theoretisch, aber trotzdem. Ich will, dass mein Streichelzoo hier in gute Hände gerät.
Nee, und wir waren halt in zwei Gruppen aufgeteilt. So, die einen sind, keine Ahnung, in der Stadt rumgelatscht und haben Stadtführung gemacht. Ich schwöre, ich bin noch nie so viel gelaufen wie auf dieser Klassenfahrt in Berlin. In so kurzer Zeit. Also wir sind da, glaube ich, wirklich mehrere Kilometer an einem Tag in Berlin durchgelatscht. Meine Mutter meinte auch danach zu mir, dass ich richtig abgenommen habe, gefühlt. Aber ich glaube, jeder von uns hat in dieser Klassenfahrt abgenommen. Weil wir halt... Ah, das war ja natürlich... Ei, alle zusammen, alle bitte sammeln. Genau, wir gucken kurz, wer ob alle da sind. Rüdiger, Susanne, Peter, Klaus und Steffi, alle sind zusammen, alle sind dabei, dann können wir ja weitergehen. Nee, wie gesagt, die einen waren, keine Ahnung, wo die waren. Und wir waren auf jeden Fall, haben so eine Stadtführung gemacht, sage ich jetzt mal. Guck, da vorne ist es doch schon. So, komm. Ey, sag mal. Kommst du jetzt mal hier, Steffi? Ich dachte, Susanne ist immer die Letzte. Oh Gott. Ey, kann ich jetzt mal bitte meine Geschichte, weil... Oh nein, jetzt muss ich kämpfen. So, ganz kurz. Ihr wartet hier und lasst Papa das mal kurz machen, okay? So, ich muss jetzt erstmal... Oh, schreck mich doch nicht. Du Hässlon. Oh, du Hässliches. Du Hässliger. Siehst aus, als würdest du Sport machen, aber das seit 20 Jahren nicht mehr gemacht hast. Tust dann haben. So, komm ran, Junge. Komm ran, hä? Ich erzähl meine Geschichte gleich weiter. Oh nein. Ich hab gesagt, ihr sollt dort kurz warten, ey. Das ist schlimmer als im Kindergarten. Oh ja, ey. Komm. Fetzt mich weg. Ich gehe erst aufs Skelett. Weil ich glaube, das macht mehr Schaden. Outplayed, du dumme Witch. Ah, Mist. Get down. Oh no. Komm jetzt auch nachher. Oh nice, dann kommt noch jemand. Komm ran. Ich muss gleich meine... Oh. Ich darf jetzt absolut nicht verkacken. So, jetzt sammeln wir mal die Kinder da hinten wieder ein. Stressig, ey. Wie schaffen das Eltern mit 5 oder mehr Kindern? Versteckt euch, hier ist ein Creeper. Komm ran, Junge. Oh nein, bleibt doch lieber hier. Bleibt doch lieber hier. Ich finde euch nie wieder. Stressig. So. Dort erstmal Peter und Susanne. Susanne. Und Klausi. Klausi. Ich weiß gar nicht mehr, ob er Klausi ist. Ey, rennt der jetzt mal weg, nicht weg hier. Komm ran jetzt hier, komm. Meine Güte, ey. Ich will heute noch ein Haus bauen. Und ich habe jetzt fast schon eine Stunde aufgenommen, ey. So, mitkommen. So, wo sind jetzt die zwei anderen Konsorten? Ah, Digga. Steffi! Steffi! Steff! Steff! Dort seid ihr. Mitkommen! Wo ist sein Freund hin? Mann, jetzt lass mich doch mal in Ruhe die Kindergartengruppe 7 Schläfer nach Hause bringen, ey. So. Wo ist denn jetzt die andere dicke Kuh hin, ey? Und das Schaf. Können die nicht mal alle beisammen bleiben? Was machst du da unten, Mann? Lass mich raten, die Kuh ist auch hier. Ich hab vergessen, wie ich sie genannt habe. Oh nö. Sag nicht, ich habe jetzt mir so Mühe gegeben, die alle mitzunehmen, dass jetzt die eine Kuh einfach verschütt gegangen ist. Hä? Seid ihr alle hier? Wo ist jetzt... Steffi! Wo ist er an? Sag mal. Ach, diese Birken sehen aber auch immer aus wie so eine Kuh. Mann!
Gibt's erstmal nur eine Kuh. Toll, müssen wir das irgendwann alles nochmal machen. So, rankommen jetzt hier. Steffi. Peter. Peter! Ey, der hört nicht. Junge, ey. Ist zu viel Wolle im Wall. So, jetzt mitkommen. Aber zack, ich will nach Hause. Sind es alle? Sind es alle? Nein. Ei! Schieb mich halt nicht hier runter. Wo ist denn jetzt die... Was machst du denn da unten schon wieder? Jetzt komm mit, ey. Da hinten ist ein Hund, der frisst dich. Jetzt komm ran, Peter. Ey, du bist... Peter ist besonders. So. Bitte jetzt einmal alle mitkommen. Wir haben schon jemanden verloren. Ich habe vorhin schon gesagt, man verliert immer jemanden auf Schulausflügen. Och, und natürlich sind jetzt neue... Mann. Ich will doch einfach nur nach Hause. Mann, lass mich doch einfach nur nach Hause. Oh, da unten ist er. So, jetzt. So, wir machen das jetzt. Ganz einfach. Ich habe übrigens jetzt... Ich darf nicht sterben, übrigens. So. Wo sind jetzt die restlichen von euch? Weg, ey. Ich dachte, die sind am Weg. Mann, könnt ihr nicht einmal zusammenbleiben? Das wäre so schön. So. Und jetzt bitte. Einfach mitkommen. Wirklich. Ihr habt mich jetzt lang genug hier beschäftigt. Da hinten, du. Komm, Steffi. Susanne. Einmal umdrehen. Danke. Komm, mitkommen. Alle Mann im... Gänsemarsch, let's go. Einmal mitkommen. Jawohl. Autsch. Nee. Spring einfach. Spring. Danke. Mitkommen. So, wo ist jetzt Peter schon wieder? Peter ist so ein besonderes Schaf. Peter. Peter. Komm, Dicker. Mitkommen. Jetzt. Weißt du, jetzt ist... Jetzt meine Geduld auch am Ende. Okay, das nehme ich noch mit. Rotten Flash. So, mit. Wo ist denn die? Nee, nee, nee. Nee. Stopp jetzt. Mitkommen. Mann, ey. Nee, du Pit. Nee. Danke. Danke. So, jetzt haben wir sie alle wieder. Komm, sehr schön. Einmal im Gänsemarsch. Super macht sie das. Ganz toll. Immer loben muss man sie. Supi. Nein. Wo ist jetzt die Kuh? Wo ist die andere Kuh? Mann, was ist denn mit dir? Komm mit, ey. Sogar Steffi kommt mit mittlerweile. Nein! Nein, nein, nein. Nein. Nee. 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 Ich hasse Tiere. Ich hasse Menschen. Ich hasse es. Mann, nee. Ich hab's schon gerochen. Ey, diese dummen Scheißviecher, ey, wenn ich die nochmal sehe, ne? Die landen so auf dem Grill. Mann, ey, ich will einfach nur mein Haus bauen. Mit Wolle. Ach. Wir sehen uns gleich wieder. Ich beende kurz die Aufnahme und versuche irgendwie wieder zum Ort zurückzukommen. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Ich hab meine Sachen noch. Oh Mann, oh Mann.
Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch schaffe. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich es noch schaffe. Ah, hier ist meine Hose. Oh. Alter Schwede. Junge, 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 Junge. Ey, ich hab grad so hart geschwitzt, um hierher zu kommen, ey. Also, nicht nur in-game. Ich bin mir so heiß. Ey, es liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade, warum auch immer, mit geschlossenem Fenster und Heizung an und Mütze auf dem Kopf aufnehme, warum auch immer. Ich schwitze gerade so hart, ey. Aber ich habe zum Glück meine Sachen noch, ey. So, jetzt mitkommen, wo dieser eine Kacktyp noch ist. Da vorne sogar schon. Komm, mitkommen jetzt hier. Wirklich, ey. Bis ihr mir gerade hier am Nerven gekostet habt, ey. Ich bin gerade innerlich explodiert. Ja, jetzt komm mit, ey. Ich liebe Tiere. So, mitkommen. Mitkommen, komm, komm, komm. Kein Gehege für die, ey. Mist. Einmal hier rein. Alle Mann, komm. Alle hier rein, komm. Hopp, 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 hopp. Mitkommen. Oh, ich meine jetzt erstmal einfach so provisorisch. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich dann immer hier reinkomme, aber. Hauptsache, die bleiben jetzt erstmal hier drin. Oh mein Gott, haben wir das endlich geschafft, ey. Boah, ihr glaubt nicht, wie sehr. Obwohl, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, wie krass ich gerade innerlich fast explodiert bin, ey. Weil ich jetzt echt gutes Zeug hatte. Vor allem die Kartoffeln sind richtig wichtig. Dann haben wir endlich was zu essen, damit sowas nicht nochmal passiert. Komm, hier die Eier. Weg damit. Lol, noch ein Hühnchen. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ich bin gerade so ein glücklicher Mensch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ey. Hui. Ah ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal, also klar, jetzt kurz, so lange wie ich jetzt hier erstmal wieder ankommen muss und das alles vorbereiten muss, dass ich auch jetzt ein bisschen das machen kann, was ich eigentlich die Folge, die Aufnahmesession vorhatte, und zwar mein Haus fertig machen. So, komm. So, ihr zwei könnt jetzt erstmal in die Runde. Ihr eigentlich auch, komm. Ihr auch, komm, gönnt euch. Ach, toll. Oh ja, das war gut. Komm, Peter, du bist ein schönes, dickes Schäfchen. Ja, du ganz feini bist du. Ein feini. Nice, das läuft doch super gerade. Komm, esst mehr, esst. Auch Wolle. Obwohl 11 Stück reicht erstmal so ein bisschen. Um zu gucken, wie es aussieht. Nee, aber ich bin vor allem erst voll in die falsche Richtung. Dann habe ich irgendwann die richtige Richtung wieder. Ich habe ja zum Glück von der anderen Insel die Koordinaten mir aufgehoben, ansonsten hätte ich das niemals wiedergefunden, ey. Apropos, ich gehe jetzt erstmal pennen. Ach, warum bin ich so gut? Ey, ich habe wirklich gedacht, wir haben jetzt wirklich wieder alles verloren. Ey, ich glaube, Dörfer, die gönnen mir nicht. Weißt du? Weil ich da alles mitnehme immer. Und dann denken die sich so, nö, der darf nichts davon behalten. Wir gönnen ihn einfach nichts von dem, was er da gerade alles mitnehmen will. So, ich muss jetzt vorerst wahrscheinlich immer von hier draußen rein, aber das ist jetzt erstmal nicht das Problem. Wir haben jetzt einen Streichelzoo im Haus. Oh, das habe ich nicht bedacht. Nein. Jungs, ihr bleibt da oben bitte, ja? Das ist sehr, sehr gefährlich, wenn ihr da jetzt runterjumpt. Ich brauche Weizen, ich brauche Weizen, ich brauche Weizen, ich brauche Weizen. Mist, ich habe nicht bedacht, dass Tiere so klug sind und Treppen laufen können. Ah. Nein, das hat sich nicht gut angehört. Ja, Weizen. So, ihr bleibt da oben, ihr seid da oben, ihr seid da oben. Sehr, 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 sehr gut. Komm, mitkommen, einmal mitkommen, jawoll, mitkommen, supi.
Einmal alle hier rüber. Sehr schön. So sollten die da nicht mehr hochkommen, oder? Mach mal so. Da habe ich mein Haus auch nochmal immens aufgewertet, muss ich sagen. So, die Innenausrichtung kann eigentlich so bleiben. Nice. Wir kriegen weiterhin schön viel Wolle. Hier. Da hinten hier noch. Oh, schön, wie die am Fressen sind, ey. Ich wusste gar nicht, dass es so schnell geht. Ist das normal? Ich wusste nicht, dass sie so schnell Wolle geben. Ach schade, ich dachte, der frisst jetzt auch schon wieder. Nee, was ich sagen wollte ist, dass ich schon wieder vergessen habe, was ich sagen wollte. Nee, aber wir können das zum Beispiel so machen, ne? Also klar, hier würde sich anbieten, einen kleinen Vorbau noch hinzubauen. Genauso wie ich hier drüben einen hinmachen möchte. Hier. Ich denke mal, die zwei Positionen sind dafür geeignet, weil hier können wir dann schön auf das gucken, was wir uns dann da hinbauen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber auf jeden Fall, das können wir dann. Und in die Richtung könnte man an sich aber auch einen überlegen. Also auf jeden Fall in eine der beiden Richtungen werde ich ja machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Ja, weiß ich noch nicht. Aber es bietet sich auf jeden Fall an. Ich würde nicht unbedingt auf beiden Seiten machen wollen, aber auf einen der beiden Seiten auf jeden Fall. So, dann sammeln wir noch ein bisschen. Das ist eine Hühnchen, ey. Wir haben wirklich einen kompletten Streichelzoo hier drin, aber egal. Aber jetzt kann ich die Geschichte von vorhin zu Ende erzählen. Also wie gesagt, Klassenfahrt in Berlin. By the way, richtig geile Klassenfahrt, hat richtig Bock gemacht. Und ja, wir waren in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe, also in der war ich, ist durch die Stadt gelatscht. Die andere Gruppe hat irgendwas anderes gemacht, keine Ahnung. Und dann wollten wir noch in so eine Trampolinhalle alle zusammen. Ende vom Lied, auf dem Weg dorthin sind welche einfach in der S-Bahn sitzen geblieben. Sprich, auf die mussten wir dann ewig warten, bis die dann mal gekommen sind. Ah. Weil die einfach zu spät ausgestiegen sind, so. Und dann waren die endlich zurück. Nach etlichen Telefonaten und sonst sowas. Dann sind wir endlich dann auch zur Trampolinhalle. Was passiert? Wir kommen dort an. Sind erstmal die Einzigen. Warum? Weil die andere Gruppe einfach zu einer anderen Trampolinhalle hin ist. Das war immer nur schön. Aber in Berlin war, also Berlin war echt eine coole Klassenfahrt. Wir waren sogar im Bundestag drin. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Es war eigentlich echt spannend, das mal zu sehen. Aber ich fand ehrlich gesagt ziemlich lustig, dass die eigentlich bestand so einen, wie nennt man das? Kommt gerade nicht drauf. Halt, wir haben mal zugeguckt, wie die sozusagen da Entscheidungen fällen und so. Ach, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aber ich krieg's gerade nicht. Ich krieg gerade das richtige Wort nicht hin. Übrigens, so würde ich es nicht machen. Ich würde hier eigentlich eher ein anderes Material nehmen. Aber ich wollte jetzt mal ausprobieren, wie es aussieht, wenn ich nur Wolle nehme. Nee, das war zum Beispiel cool, aber die haben sich da gefühlt einfach nur die ganze Zeit selber dumm gemacht. Und letztendlich waren die meisten einfach nur... So, alle haben gefühlt die AfD beleidigt und ab und zu haben sie dann noch irgendeine andere Partei beleidigt. Das war eigentlich ziemlich witzig so. Ja, so ungefähr kann ich mir das vorstellen, außer dass wir dort irgendein anderes Material nehmen. Da können wir vielleicht unsere Fichten hinstellen. Ach ja, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal auf Friedrich ich habe auf Friedrich auf den Friedrich gestellt. Mit anderen Worten, super easy jetzt. Auf friedlich habe ich jetzt gestellt. Einfach, damit ich jetzt hier die Sachen machen kann. Ich werde jetzt aber gleich auf leicht stellen. Ich hatte davor nämlich auf normal. Aber ich, vor allem jetzt während ich baue und so, ist es irgendwie nervig, wenn ich dann ständig wegkrepiere. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen angenehmer, wenn ich erstmal auf leicht stelle. So, wir sammeln mal weiter so, Wolle ein. Dann mache ich erstmal dorthin die Wolle, wo ich sie hinhaben will. Ich muss auch aufpassen wegen den... Ich muss mal kurz was nachgucken wegen der Aufnahmezeit. Nicht, dass ich jetzt wieder zu lange aufnehme, so. Okay, also ich habe... Oh, warte.
Okay, also ich habe eine Stunde ungefähr aufgenommen und bin jetzt seit dem Vorfall ungefähr bei 10 Minuten noch ein bisschen abgezogen, weil ich schon ein bisschen früher die Aufnahme aufgenommen habe, weil ich den epischen Moment einfangen wollte, wie die Sachen vor meiner Nase die spawnen, aber zum Glück habe ich die noch bekommen. Nice. Boah, die geben echt gut Wolle, ey. Brave Schäfchen. Nee, aber in diese kleinen Zwischenräume will ich auf jeden Fall die Wolle hinmachen. Hier nicht, das sieht irgendwie blöd aus. Da muss ich mir noch was anderes ausdenken. Vielleicht Stein. Oder halt Fichtenholz. Aber ich denke mal hier, so sieht das schon gut aus. Nee, was ich sagen wollte, dass ich die Aufnahme jetzt nicht zu lange mache. Warte mal, jetzt muss ich rechnen. Also ich wollte um die 20 Minuten jede Folge machen, sprich eine Stunde 20 Aufnahmezeit, dann habe ich für die Woche sozusagen die Videos dann ungefähr. Dann aber noch ein bisschen plus, also ich mache die jetzt nicht genau 20 Minuten alle. Sprich so ungefähr 1,5 Stunden. Also haben wir noch circa 20 Minuten.